krass, dass du es kannst. Mach das mal, ich brauche die Klicks, ich muss hier in Unterhaltung machen. Jetzt bin ich aber so aufgeregt, es klappt. Oh Mann! Ach, scheiße. Wow! Wir sind beim ersten Mal! So geht schon das Video los. Läuft schon? Ja, ne? Heute machen wir aber nicht nur Fingerboard, heute machen wir ganz, ganz spannende Dinge, denn wir haben hier Becher. Becher. Geil! Wir haben Becher, wir haben Ping-Pong-Bälle und wir haben hier verschiedenste Dinge, die wir in diese Becher füllen können. Und wie ihr am Titel gesehen habt, geht es hier heute um Ekelpong oder irgendwie so. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum ich so einen Scheiß mache. Ich habe das bei Revi irgendwann mal gesehen, wie er das mit Ju gemacht hat und dachte, ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Und jetzt denke ich mir, ey, bin ich Assi-YouTuber geworden? Ja, was mache ich hier eigentlich? Rezo hat mich gestern angeschrieben, wärst du cool mit dieser Video-Idee? Und ich so, wieso ist das dein Ernst? So tief bist du inzwischen gesunken, ja, dass du so einen Content hast? Ey, ohne Scheiß, Leute, bitte deabonniert mich direkt. Das ist hier besser als bei den anderen Assi-YouTubern. Ich mach's besser, ich mach's mit ein bisschen mehr Würde und bald kommt auch wieder dann nächstes Video irgendwas, was nicht so wack ist. Ey, das wird trotzdem lustig. Stopp! Stopp! Das ist nämlich gar nicht asozial, denn wir machen nicht Ekelpong, wir machen sozusagen kreatives neues Kochenpong. Es wird auch sehr spannend, was wir für neue Kreationen kreieren. Das hat er sich bei der Konzeption dieses Videos auch gedacht. Genau das. Okay, wir mixen jetzt einfach so random zusammen, wie wir Bock haben. Ja, also hier sind verschiedenste Smoothies. Hier ist Multivitaminsaft. Ich denke, hier geht es eher um das Gurkenwasser. Was ist denn, wenn wir dieses Multivitamin-Dings mixen mit Bier? Ja. Das brutzelt dann sehr. Das brutzelt. Hast du schon mal einmal in deinem Leben so eine Tablette einfach so in den Mund genommen? Ja, ist schon voll oft. Echt? Natürlich. Weißt du, wie schlimm das ist? Ich fand's immer okay. Echt? Ja, ich ist halt ein weirdes Gefühl so. Aber warum hast du das gemacht? Einfach so aus Weil ich jung war und das geil fand. Keine Ahnung. Du hast bestimmt auch so Krümeltee gelöffelt, ne? Ja, natürlich, aber das hat doch jeder gemacht. Hast du auch Kinderzahnpasta früher gesnackt? Klar, die war voll lecker! Ja, ne? Voll lecker. Also wir sind schon, was unsere Geschmacksnerven sind, ein bisschen weird. Wie viel? So? Was? Ey, ich brauche Vitamine. Ja, das schäumt über. Ja. Safe. Dadurch, dass ich vegan bin, brauche ich Vitamine. Pass gut auf, ne? Sieht doch gar nicht. Der Tisch war teuer. So, das ist jetzt schon mal ein schönes Getränk. Ich glaube, wir sollten nicht so viel machen. Achso, haben wir überhaupt erklärt, was wir dann machen? Also, wir haben gar nicht erklärt, was wir machen. Das ist der weirdeste Kanal ever. So, wir machen diese Dinger, dann stellen wir die so hier hin, so. Und dann schmeißen wir mit den Ping-Pong-Bällen da rein. Und wenn wir nichts treffen, dann muss der andere nichts trinken. Und wenn wir etwas treffen, dann muss der andere das trinken. Wir können ja auch so zwei Sachen machen, die gar nicht so ekelhaft sind. So, ja, wenn man da... eine Sache. Eine. Ich habe eine Idee. Ja? Was ist, wenn man einmal Wasser macht und einmal Wasser mit Zitronensäure, aber mit der kompletten Packung Zitronensäure? Mit der kompletten? Das kann sie machen. Hä, hey, wie halbe. Aber wir wissen nicht, was ist. Genau, genau. Ah, du switchst dann nochmal. Ja, zum Beispiel. Ja, guck. Ja, aber wenn, aber die Zitronensäure aber. So ein bisschen trüb und gelblich. Nein. Das sieht man doch. Man sieht schon den Unterschied. Ja. Okay, wir haben hier Wasser mit praktisch fast nichts drin, mit ein bisschen, und das hier schmeckt echt nicht gut. Vor allem, ich finde, Ingwer-Shot allein ist schon heftig genug, oder? Das schmeckt gut. Gürkchen? Boah, sag ich nicht nein. Gürkchen? Belgisch? Geil, ja. Ich will noch eins. Wir sind so weirde Leute von unserem Essverhalten, was wir lecker finden. Deshalb ist das irgendwie für mich auch was Schönes. Ich find's auch sehr interessant. Ja, ne? Aufschied Pisse. Aber es ist ungesunde Pisse. Ja. So, jetzt den Shot da rein. Wenn deine Pisse so aussieht, dann solltest du dir Gedanken machen. Komm, ich mach den Smoothie zu dem Gurkenwasser. Nee, mach das Mandelding zu dem Gurkenwasser. Okay, dann machen wir den hier rein. Das riecht schon ganz komisch. Boah, das wird ekelhaft. Ey, ich hab ein bisschen Bock. Kein Scheiß. Boah, das sind Pilze. Magst du Pilze? Ich hasse ja Pilze. Ja, dann kriegst du keine Pilze. Ja, doch. Ja, okay. Ich dann. Boah. So, was kommt da jetzt noch rein? Weil das ist zu lecker. Das ist einfach nur Apfelmus. Ja, irgendwas. Pfefferoni. Ich glaube, das ist das Erste, was ich wirklich ekelhaft finde. Das andere, da habe ich Bock drauf. Lass mal ein bisschen Mate reinmachen. Okay. Also das ist das Ekelhafteste. Das andere, da habe ich... Und es ist am meisten drin. Das hier, Karotte, Apfel, Rote, Beete, Ingwer, Zitrone. Ja, aber warte. Das riecht so scheiße. Echt, zeig her. Ich trinke alles das lieber als das. Ihh, das riecht wie Omas Garten. Das riecht wie Oma unterm Arm. Kennst du? Nee, das mixen wir jetzt mit Pilzwasser. Boah. Digi. Weh. So, wir machen auf jeden Fall auch Balsamico. Warum ein bisschen Salatkrönung reinmachen? Ja, gerne. Oh. Ich trinke das. Oh nee, alle. Ach so, Babynahrung. Ey, es war schwer. Oh, geil. Was ist das für welche? Das schlürft. Ja, das hat so ekelhaft angehört. Ja, jetzt habe ich die Löffel. Ich trinke einfach schon Babyessen. Eins. Das wird halt heftig sauer und salzig. Ah, das reicht schon. Sollen wir noch einen Schuss hiervon reintun und dann war es das? Ja, ich glaube, das reicht. Das wird halt heftig böse für den Magen, ne? Ach, Magen. Wollt ihr ins Konzert gleich?
Ja. Ja, toll, da boxt dir da einer in den Magen rein, da freust du dich nicht mehr. Auch ein bisschen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wie so beim Violent Dancing, ich bin gespannt. Okay, das heißt, das hier ist der Shot, der am wenigsten ekelhaft schmeckt, weil das ist einfach nur Wasser mit einem ganz bisschen Schuss. Da willst du also nicht reintreffen. Da möchte ich nicht reintreffen, weil ich ja für ihn entscheide, was er jetzt trinken muss. Ah. Leute, das Ding ist, ich wette, Rezo wird für mich hier alles besorgen und ich werde nie treffen. Ich werde es Joey besorgen. Er wird für mich alles besorgen. Ja, ja, ja. Soll ich einfach mal? Willst du anfangen? Ich fahre an. Scheiße, das war dumm von mir, das zu fragen. Oh nein! Ja, es ist nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Ja. Vielleicht. Das bringt der Zitronenshaker. Das Zitronen-Drink. Geht ziemlich klar. Scheiße. Schmeckt ziemlich wie Limo. Ach, ist doch überhaupt nicht süß. Ja, gönn dir. Okay. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil da jetzt stellen wir es jetzt wieder zusammen, ja, ne? Nee. Nein, macht man das nicht so? Das bleibt so stehen, habe ich gerade entschieden. Oh, fuck, ich bin so schlecht im Werfen. Boah! Oh, nicht dein Ernst! Ja, siehst du, wie ich es gesagt habe. Oh, was war da nochmal drin? Mädchenzeug, das war das was. Das ist das Karotte, Apfel, Rote Beete, Ingwer, Zitrone, was schon ekelhaft ist. Und ja, dann hast du entschieden, da noch... Nein, nicht das Pilzwasser! Oh nein! Scheiße, ja, ich hab voll Bock drauf. Das wird die nächste neue Kreation, die wir patentieren werden. Mhm. Mhm. Das ist hier kein Ekelkonzept, das ist ein Kreationskonzept. Okay, ich gönne mir jetzt. Ja, gönne dir jetzt. Oh Gott! Es schmeckt wie irgendein Grünzeug auf jeden Fall. Es schmeckt so, wie als würdest du irgendwas essen, was noch nicht reif ist und was eine Pflanze ist. Ja, es schmeckt so wie eine Pflanze. Aber halt nicht eine Frucht, sondern wirklich wie eine Pflanze. Als würdest du irgendwas im Wald nehmen und einfach essen. Ja, ne? Ja, so schmeckt es. Genau, so schmeckt es. Aber es schmeckt jetzt nicht unglaublich scheiße. Aber gut schmeckt es auch nicht. Ja, das reicht dann auch. Nee. Guckt, es geht hier nicht. Müsste er das jetzt austrinken, würde uns ist alles so ekelhaft. Dann wäre es Assi-Content. Ist aber nicht so. Ist kein Assi-Content. Ist kreative Küche. Ich habe auch probiert, weil wir kreativ kochen. Das Ding ist halt echt blöd, dass wir das machen, bevor wir auf ein Konzert gehen, ne? Ja, ich glaube, wir kotzen da. Ist egal. Die Kamera ist dann schon mit am Start, ne? Ich nehme mein Handy nicht mit. Du nimmst dein Handy nicht mit? Nee, ich will mich stapeln. Du würdest dich stapeln? Ich möchte mich stapeln, deshalb nehme ich mein Handy nicht mit. Okay. Du bist. Ich will das Balsamico-Ding für dich. Oh, er wollte zu viel! Oh! Boah, das ist ja richtig spannend. Spannend! Ach, das, als ob das jetzt schlimm wäre, dass es ja, ist. Ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie du. Wir haben gerade Erde getrunken. Erde? Ja, irgendwie hat es wie Erde geschmeckt. Oh! Ja, klappt ja viel besser. Hm? Oh! Ja, komm. Du bist ja mit deinem Arm schon hier so gewesen. Ja. Du noch fallen lassen. Ich kann machen, was ich will. Stimmt, du hast so lange Arme, du gehst komplett da drüber. Okay, du kannst machen, was du willst, dann darf ich das auch. Ja, aber du bist ja den Lowen jetzt. Ja, stimmt. Ich hab dir praktisch den leichtesten. Das ist ja wirklich nur ein Schuss. Tja. Ist ja nichts. Ist ja nur Wasser mit dem Schuss. Das ist echt lame. Ja. Okay, dann soll ich weiterspielen. Du bist. Nein! Nein! Yes! Ja, ich finde das nicht so gut. Der muss auch komplett getrunken werden, ne? Digi, nein, ich breche. Und es ist kein Assi-Content, es ist kreative Küche. Digi, nein, ich breche. Es ist kein Assi-Content. Ey, wirklich nicht. Verurteilt mich nicht. Das ist ein kleiner Exkurs. Ich muss ja auf dem zweiten Kanal ein bisschen experimentieren, was für Content ich mache. Und das gehört auch dazu. Was? Was? Also ich würde snacken. Also es schmeckt halt sehr intensiv. Sehr intensiv, aber das mögen wir ja. Also wir snacken ja so. Ach komm, gib auch mal einen Schluck. Ich weiß nicht, was da sonst drin ist. Aber man schmeckt halt in erster Linie das Dressing. Mm. Aber als Dressing würde ich es benutzen. Oh. War knapp. Oh, der Ingwer-Shot, den wollte ich ja gespannt. Das ist ja nicht mal was ekelhaft. Das kann man ja so kaufen. Ja. Das ist ja kein Assi-Content. Aber ich trinke jetzt nicht alles, oder? Ja, lass mir einen Schluck drin. Ich will wissen, wie das schmeckt. Trinkst du die Hälfte? Ist intensiv. Intensiver als unser Dressing? Aber halt auf eine andere Art und Weise. Also so wie Ingwer halt schmeckt, nur sehr krass. Also du spürst es überall im Mund. Ja, wirklich. Du bist so gesund nach dem Drink. Du bist so gesund nach dem Drink. Trinkt man das jetzt auf Ex, diesen Shot? Ich denke schon. Also hier steht drauf, auf keinen Fall mehr als 2 Tropfen gleichzeitig. Nee. Aber ist geil. Du bist dran.
Aber ich merke schon, dass mein Magen mir sagt, das sind echt ziemlich viel durcheinander, was da abgeht. Ja. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber. Boah, jetzt treffen wir auf einmal. Jetzt sind wir krass. Was ist denn das? Ah, das ist dieses Multivitamin-Gedöns. Ah, deswegen ist das so rot. Ich dachte, wir hatten noch nur eine rote Sache. Das ist Bier mit Vitamin. Ah, Bier war da ja drin. Ich hab da Bock drauf. Das sind halt sehr viel Vitamine. Sieht halt auch echt schon ranzig aus hier, was sich hier an der Bühne gebildet hat. Ah, das sind halt gute Vitamine. Okay, ich trinke jetzt. Ich kann nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Es ist heftig sauer. Weil wie viele Tabletten waren das? 7 oder so. Oh, das ist halt man. So auf so einem halben. Merkt man. Also das Bier schmeckt man nicht mehr. Es ist richtig intens. Boah, das ist gesund. Also ich habe die Vitamine der nächsten 10 Jahre habe ich jetzt gerade. Ey, wir haben bisher fast alles ausgetrunken direkt. Ja. Du bist dran. Was haben wir denn jetzt noch? Was ist denn das? Wir haben hier einmal was Gelbes und einmal was Braunes. Hier hat sich auf jeden Fall schon ordentlich was auf dem Boden abgesetzt. Ah, das war Apfelmus mit Pfeffersaft. Ah, hier ist noch ein bisschen roter Bodensaft. Okay, ich bin dran. Also, ich bin gespannt. Oh, yes! Okay, das hier ist jetzt also Apfelmus mit anderen Sachen. Ey, mein Magen sagt schon ein bisschen. Ja, meiner sagt auch was. Mhm. Weiß halt nicht so genau, also ich was bin froh, dass danach zu Ende ist. Ja. Weil die Kreierstunde ist zwar sehr gut, aber darf man nicht zu viel kreieren. Das schmeckt nicht gut. Glaube ich dir. Aber was ist das? Ey, bei allen anderen Sachen fand ich wenigstens so, ich kann nachvollziehen, was das sein. Das ist einfach nur ein Fail. Das ist ein Kreationsfail. Kann man nicht vermeiden als Koch, ne? Ja, kann man nicht vermeiden. Man muss Dinge ausprobieren. Nee. Natürlich, manchmal sind sie gut, wie hier schon oft. Manchmal sind sie nicht so gut, wie das. Du bist dran. Aber wenn ich das jetzt treffe, ich würde mich so freuen. Das wäre krass. Ah! Aber du sollst mit dem Kochen. Lol. Der ist so krank. Ey, das schmeckt wie leckeres Dressing. Ja, aber man trägt ja auch kein leckeres Dressing. Doch. Ich schon. Wir beide schon. Wir mögen so intensive Sachen. So, was ist los? Oh, ich dachte, ich treffe. Der Winkel, Joey, der Winkel. Och. Scheiße. Weißt du noch, was das war? Es ist auf jeden Fall Gurkenwasser drin, und zwar eine Menge. Dann ist es wahrscheinlich ein Mix aus Gurkenwasser und diesem Mandel-Dings. Ja. Na, dann wollen wir mal. Beißt sich ein bisschen, aber man kann es trinken. Das ist Banane und Gurkenwasser. Schmeckt eigentlich ziemlich so wie das, nur mit dem Gurkenwasser. Ja. Also das Ekelhafteste fand ich wirklich das hier. Dieses hier war wirklich nicht lecker. Das hier könnte ich trinken, das könnte ich trinken. Haben wir das irgendwo drin gehabt? Ich glaube, das haben wir ausgetrunken. Und jetzt so, egal! Oh mein Gott! Soll ich das mal trinken aus Kulanz noch einfach? Ja, kannst du machen. Damit du auch weißt, dass ja, es... Also für mich ist das nicht leckerste. Hat jetzt eigentlich jemand gewonnen? Gibt es noch irgendwie ein Fazit? Nee, ne? Leute, wenn euch dieses Format gefallen hat, dann geht doch mal beim Joey vorbei. Nee, das macht auch keinen Sinn. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben für dieses wundervolle Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr es asi fandet oder nicht. Genau. Ist das hier schon zu asozial für euch? Seid mal ganz ehrlich, ist das zu viel Asi-Content für euch? Oder sagt ihr so, nee, es geht eigentlich voll klar, was los ist, alles cool. Sagt das mal ehrlich schon. Also jetzt nicht irgendwie extra Asi schreiben oder so. Seid mal ehrlich. Aber wir haben auch ein Video gemacht beim lieben Joey. Warum gucke ich da hin? Ich kann auch hier hingucken. Du kannst doch hin und her schneiden. Ja. Aber wir haben auch ein Video gemacht bei dem lieben Joey. Und das ist jetzt hier im Bild, nämlich hier. Kann man da draufklicken. Da haben wir nämlich ein Spiel gespielt mit Songs raten, was wir schon mal hier gemacht haben auf dem Kanal, was sehr, sehr gut ankam. Da könnt ihr auf jeden Fall... Was war das? Habe ich das gerade gemacht? Ein bisschen, ja. Du hast so eine Bewegung. Ja, interessant. Interessant. Wir sehen uns ansonsten in ein paar Tagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir sehen uns. Bye. Tschüss. Auch von mir.